Guten Morgen. Jo, guten Morgen. Ich wünsche euch auch einen wundervollen guten Morgen. Guten Morgen. Die Nacht gestern war echt gut, aber ich muss so dringend pinkeln. Wo ist denn mein T-Shirt? Ich hab den Kaffee vertragen. Oh, Kaffee klingt gut. So ein Kaffee. Kaffee ist. Oh. Macht ihr mir auch einen? Immer gut. Klar. Das ist auch ein Kaffee. Ja, kein Problem. Okay, Kaffee. Von deinem T-Shirt aus weiß ich auch nicht. Ja. Ja, komm runter mit. Ich komm gleich nach. Ja, ja. Entspannt, alles gut. Ja. Also langweilig sein? Ich glaube, ja, sie ist abgefahren zur Passion der WG. Kann ich sagen? Guten Morgen. Moini. Morgen. Kaffee? Oh, ja. Ja. Morgen. Guten Morgen. Muss nur eine Tasse rausholen, ja. Yes. Schönen Morgen, ihr Lieben. Ich geh mal kurz ins Handzimmer. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ihr habt nicht mit der neuen Nachbarin. Nein. Aber warte. Das ist die neue heiße Nachbarin? Ja, das ist Nina. Und mit der hattet ihr Hund. Sex? Lukas, wie war das? Geil. Wir sind langweilig? Aber gut, da du ja so Dreier nicht kennst, ist das jetzt nicht so außergewöhnlich. Ein bisschen bissig. Du aber strahlst ganz schön dafür, dass es war auch sehr nichts intensiv. Besonderes war. Ja, das war's wirklich. Die Nacht war schon mega geil. Aber am besten fand ich einfach, dass ich meinen Mitbewohnern zeigen konnte, dass wir nicht langweilig sind. Und dass Janis experimentierfreudig ist. Und ich bin gespannt auf die nächsten Experimente. Dann würde ich sagen, dass wir uns sehen. Ja, ja. Genau. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Nina ist schon cool, oder? Ja. Ist ein hübsche, locker. Cool. Und es war wirklich, hat Spaß gemacht, so, ja, aber. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich brauch das jetzt nicht noch einmal. Nein? Nee. Aber man hat dir doch angesehen, dass du Spaß hattest, warum nicht? Ey, es hat auch Spaß gemacht, aber. Du wirst lachen, ich finde es besser, wenn wir wieder einfach langweilig werden, so, weißt du? Aber Schatz, warum? Also, was hat dir denn nicht gefallen? Also. Ach, mir hat's alles gefallen, aber. Keine Ahnung, Baby, ich sag dir ganz ehrlich. Pass auf, das klingt jetzt blöd, ja? Aber ich war schon eifersüchtig, als ich euch da beide gesehen habe, so wie du sie angestrahlt hast. Und, keine Ahnung, es ist halt einfach strange, so mein Mädchen mit einer anderen Person zu sehen. Und es klingt voll blöd und schwachsinnig, nein, aber so ist es. Es klingt nicht schwachsinnig. Das ist doch süß. Ehrlich? Und irgendwie ein Liebesbeweis, wenn du in solchen Situationen eifersüchtig bist. Ja, okay, also an sich ist es sehr süß, dass Janis so mit mir Sex haben will. Aber ein bisschen enttäuscht bin ich schon, weil ich hätte gerne weitere Experimente mit Nina gehabt. Aber vielleicht ist da das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Hey! Nina. Das wollte ich gar nicht so erschrecken. Ich habe aufgrund meiner Renovierungsarbeit noch immer kein warmes Wasser. Und ich dachte, ich gehe bei dir duschen. Hey! Hi! Na? Hallo! Ich hatte ja keine Ahnung, dass unsere WG zur FKK-WG erklärt wurde. Aber ich habe ja nichts dagegen. Du vielleicht nicht, aber ich glaube Frau Vivi, oder? Musst du nicht ins Buddy fahren? Ja, naja, na ja, so zwei Minuten hätte ich noch, ne? Also. Und dass deine Freundin erfährt, das holen offen. Ha! Das ist gerade auch lustig. Okay. Du, ich habe eigentlich einen wichtigen Termin jetzt und Janis ist auch schon im L.A. und oh, kannst du nicht absagen? Ne? Vielleicht kann ich den absagen. Du darfst gerne gucken, aber du kannst auch gerne mitkommen. Oh, Nina macht mich irgendwie echt nervös. Aber die hat schon echt schönen Körper. Und so selbstbewusst und offensiv und provokant wie die ist, die weiß halt, was sie will. Und irgendwie mag ich das. Ja,
habt so ein schönes Loft. Oh mein Gott, da bin man gar nicht mehr weg. Ja, hast du recht, das ist eine echt schöne Wohnung. Ich hoffe, es ist okay. Ich habe mir ein Handtuch genommen. Natürlich, aber welches, wenn ich fragen darf? Vielleicht erkennst du das an meinem Geruch. Machen wir ein bisschen Musik an. Was hältst du denn für Schönes? Verschiedenes. Darf ich? Klar. Ist alles gut? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Nein, hast du nicht. Hast du wirklich nicht, okay? Aber ich kann und will Janus einfach nicht betrügen. Tut mir leid. Okay, aber es war doch alles gut zwischen uns. Also, es hat dir doch auch gefallen, oder nicht? Ich meine, oder willst du dein Leben lang nach irgendwelchen Regeln spielen? Nina, es geht wirklich nicht. Aber es hat dir doch auch gefallen. Also, ich habe das Gefühl, dass du nur Janis zuliebe auf mich verzichten möchtest. Ich weiß, dass du es doch auch möchtest. Du willst es doch auch, oder nicht? Ich meine, ja, es wäre vielleicht nur Sex, keine Ahnung, aber ich bin mit Janis zwar gerne zusammen. Ich meine, es ist doch nichts bei. Es geht doch darum, dass wir beide Spaß miteinander haben. Nina, bitte, es geht nicht, okay? Okay, schade. Es tut mir leid. Vielleicht solltest du echt mit Janis über eure Bedürfnisse sprechen, eure Beziehung. Nicht, dass es doch langweilig wird irgendwann. Okay, dann bin ich halt spießig und langweilig. Aber bisher hat es mich auch nicht gestört, mit Janis allein zu sein. Und warum sollte es jetzt? Hallo. Doch, im Lager. Hey, Baby. Hey, hey, na du? Bist du in Matrix? Nein. Ich hatte nur einen Termin mit dem Lieferanten und den habe ich abgesagt, um bei dir zu sein. Mhm. Was ist denn auf einmal los? Ist das etwa die Folge von uns in kleinen Abendfeuer? Ja, vielleicht. Warum auch nicht? Darf ich nicht? Doch, doch. Also, gerne. Und wer kommt denn da? Hey, mein Nachbarn, wer kommt denn da? Hey, nein. Hi. Ja, willst du was trinken? Hi. Gerne. Ich glaube, ich hätte gerne einen Sex on the Beach. On the Beach kriegst du. Wir suchen uns schon mal Plätze, ja? Ja. Ja, wohin dann? Können wir bitte kurz reden? Hier klar. Hinten, da in der Ecke vielleicht? Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kann das von vorhin unter uns bleiben? Sorry, dass ich auch da so schnell abkomme. Also. Ach, ich weiß nicht. Bitte. Es war doch so schön zwischen uns. Ich will nicht irgendwas mit Janis kaputt machen. Na gut, ich kann dir gar nicht widerstehen. Dankeschön. Gerne. Aber wir können ja gerne unser intimes Spiel weiterführen.
Mein Angebot steht noch immer. Nein, ich... Er hat mich bereits entschieden, wie du weißt. Okay? Ich glaube, deine Körpersprache sagt mir was anderes. Ist das so, ja? Ja. Ich bleib bei meiner Entscheidung. Okay. Ich werde aber nicht aufgeben. Eins, sechs und... Danke. Nina? Die hatte doch keinen Durst mehr. Okay. Mhm. Was habt ihr so geredet? Wollt sie etwa noch einen Nachschlag haben? Nee, sie macht eigentlich eine Alkoholpause. Darüber haben wir geredet. Okay. Komisch. Ich bring dir ein paar Salzstangen, ja, Baby? Mhm. Danke dir. So ein bisschen schade finde ich schon, dass ich Nina jetzt einfach so gehen lassen habe. Aber Mann, ich bin mit Janis zusammen und auch glücklich mit ihm. Und so soll es auch bleiben. Du fühlst genauso wie ich für dich. Und solange du es nicht selber eingestehen kannst, sorry, bist du hier falsch. Schau, jetzt geh bitte. Wahrscheinlich hat er Angst gehabt, dir das zu sagen. Er hat gestern schon einen Tisch reserviert beim Italiener. Für ihn und mich. Gerade wo mit Paula wieder alles gut ist, grätscht Anke dazwischen. Ich kann ihn auch erpressen. Ich habe uns beim Sex gefilmt. Ich habe keine Skrupel, dieses Video deiner Frau zu zeigen. Und glaub mir das. Ja?